am allerwichtigsten ist für mich, dass es alles, was mit Rassismus so zusammenhängt, die Instrumente, die repressiven Maßnahmen, die Zuschreibungen, das alles haben wir nicht mehr. Ich hoffe mir, dass die EU-Ausgrenze nicht mehr gibt, in dieser Form, die gerade gibt. In 2048, where accommodation is not a problem for anybody, health is no problem because everybody has access to health insurance. Everybody has the right to move wherever they want to go to, as long as you can afford it. Heute im 2048, alle, die gesamte Gesellschaft ist froh darüber, dass wir in dieses Land irgendwann aus irgendwelchen Gründen, aus irgendeiner Ecke eingewandert sind. Ich sehe viele junge Leute, die nicht mehr unbedingt in Europa leben wollen, sondern ich sehe einen Raum, wo der junge Leute in seinem Land bleibt, weil ich habe immer eine Schwierigkeit mit der EU-Außengrenze, dass sie, weil sie geschlossen ist, dann zieht die EU-Außengrenze viele junge Menschen aus unseren Ländern. So I think the major issue has to do with values. Until we are able to sensitize ourselves and reflect about the reality of taking humans with value, that every human being has value, doesn't matter where you're from. This is the basis of it. And after this understanding of values, then there's the issue of understanding responsibility. If we value ourselves, then we understand that yes, we all have a responsibility to make the system work. So if we have these two couple components together, the value and also the responsibility, then life can be exactly the way we want it. Damit wir das erreichen, werden wir auf jeden Fall ein Wahlrecht für alle brauchen. Keine Unterschiede mehr zwischen Kommunalwahlrecht und allgemeines Wahlrecht. Jeder, der hier sozusagen sich in die Gesellschaft einbringt und entscheidet, hier zu leben, muss auch wählen können. Wir brauchen auch eine Repräsentanz in der Politik mit unseren Namen, mit unseren Gesichtern und der Vielfalt, die wir darstellen. Ich sehe auch, dass in Zukunft müssen wir mehr Öffentlichkeit, Arbeit, ein anderer Diskurs in Europa, aber auch in unseren Ländern. Ich glaube, in Europa müssen wir verstärken, dass die Lösung eine offene Grenze ist. Und da müssen wir kreativ sein.